Moment, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Wizard 101. Ich bin jetzt wieder in Celestia. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Nase voll von Griselheim. Wir sollen heute hier... You are about to enter a dungeon. If you log out or leave... Ja, den... Ach, das ist ein Dungeon. Okay, gut. Dann gehen wir einfach mal in das Dungeon. In den Dungeon. Okay, mal gucken. Das war jetzt so auch nicht geplant, aber egal. Kriegen wir hin. Benutze was? Mond... Ist egal. Etwas Schreckliches. The Stellar Protectors have run amok. You should find one that isn't hostile. Etwas Schreckliches hat sich hier zugetragen. Die Stellar Protektoren sind amok gelaufen. Du solltest einen suchen, der nicht feindlich gesinnt ist. Okay, ich bin wieder unter Wasser. 120 Meter. Okay. Wir gucken uns hier aber schön um, ja? Oh, hier ist noch ein... Okay, das sind die, ja, Mondschule. Das sind so Transfer-Dingens, womit ich mich mutieren kann. Interessiert mich jetzt aber so nicht. So, war hier vielleicht auch noch irgendwas zu holen oder so? Wir gucken uns auf jeden Fall sehr genau um. Denn ich habe keine Lust, hier irgendwann nochmal hinzumüssen. Wenn ich schon einmal hier durch bin. Achso, da komme ich... Ach doch, hier komme ich runter. Da war Seetang auf jeden Fall. Das nehme ich mir mit. Hier hinter komme ich nicht. Okay. Hier haben wir die... Ach, auch... Auch die Mondschule. Okay. Nur seitenverkehrt. Alles klar. Okay, hier ist nichts. Gut, ich soll ja inaktiver Protektor, ja. Mal sehen, wo ich den finde. Komme ich hier durch? Ohne hier gleich gelünscht. Ach du Scheiße. Ohne hier gleich... Oh, was haben wir denn hier? Perle. Okay. Was ist hier oben? Irgendein Geist. Einer, der wohl ertrunken... Oh Gott. Einer, der wohl ertrunken... Oh, guck mal. Komme ich da nicht hin? Nee. Ach doch, von hier. Guck mal. Ah, okay. Gehen wir erstmal hier runter. Super. Hier ist keine Perle drin. So, hier ist auch nichts. Doch, guck mal, hier ist noch was. Noch eine Perle. Und schwarze Perle, okay. Oh, hier ist es zerbrochen, ne? Aha, eine Muschel. Nehmen wir alles mit. Ne, da war nichts. Okay, gut. Gut, 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 gut. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Aha. Hilfe. Oh, der ist inaktiv. Okay. The Stellar Protector's power mode has been removed and a binding incantation has been woven over it. Der Energiestaub des Stellar Protectors wurde entfernt und um ihn herum wurde ein Zauberspruch der Bindung gewoben. You can start by charging the protector by restoring its power mode. Zunächst solltest du den Protektor mit Hilfe des Energiestaubs wieder aufladen. Und der bewegt sich. Okay. So, du kleiner armer Protektor. Komm, ich mach mal ein Foto von dir. So, okay, gut. Gut, ich soll die jetzt besiegen, aber ich würde gerne noch mal hier runter gehen, bevor ich das auch wieder vergesse und dann nicht mehr weiß, wo ich war. Gut, hier ist nichts. Aha. Ein Salamander. Seht ihr? Man muss immer schön gucken. Okay, gut, wunderbar. Dann haben wir den. So, dann... Was seid ihr denn? Sternschule. Was fliegt denn da? Ein U-Boot. Ha. Huh. Na toll, jetzt kriege ich meine Prismen.
ist das für ein Scheiß? Okay, okay, okay. Mal gucken, was die so drauf haben. Protektoren. Mhm. So, so. Nein, ich habe die Force weggemacht, ich Idiot. Oh Mann. Ach, das ist jetzt aber wieder ärgerlich. Jetzt habe ich die Faust weggemacht, ich Depp. Das ist so ärgerlich immer. Wenn die Fanny so einen Blödsinn macht. Oh, guck mal, da kommen sie alle angerannt. Oh, ich habe verpatzt. It's not good. It's not good. So, Papi. Ach, bitte, sag mal. So wie gerade der Sound hier unter Wasser ist, so höre ich tatsächlich momentan ganz oft. Ja, das kann ich mal wegmachen. So, alle guten Dinge sind drei, ne? Okay, aber ich habe das Gefühl, ich komme gegen die Sternschule nicht so gut an. Die sind eher Feuer oder was? Aha. So, so. Machen vermehrt hier Feuerzauber. Den weg. Genau, weil der gibt mir jetzt auch gleich ein Eis und ein Feuerschild. Guckt euch mal die kleinen U-Boote da an. Wie schön. Kritisch. Perfekt. Oh! Sauber. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich weiß, mein Rucksack ist voll. Ah. Haben wir die gleichen Schuhe bekommen? Was ist das denn? Okay, benutze inaktiver Protektor, ja. Komm her, ich wecke dich zum Leben. Now that the Stellar Protector is charged with its power mode, it flickers for a moment. Als der Stellar Protector dank des Energiestaubs wieder aufgeladen ist, flackert er kurz. Must activation code find Captain Gloomfang. Release reactivate. Muss Aktivierungscode finden. Hauptmann Bitterfahren befreien. Reaktivieren. Okay. Er hat gerade noch so viel Kraft gehabt, mir das zu sagen. Warum habe ich hier kein Leben? Oh nein. Gibt es hier keine Irrlichter? Wartet mal. Irrlichter. War ich hier schon? Wahrscheinlich. Ich mag jetzt... Achso. Ja, da war ich hier wahrscheinlich schon, ne? Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall... Oh Gott. Warte mal, kann ich nicht lieber da lang? Das ist, glaube ich, hier ungefährlicher. Sind die, das ist ja auch so eine Stelle. Das machen die voll mit Absicht, damit man hier ja in den Kampf gerät, ne? Hier mit den Vorsprüngen. So, heute schon mal im Kreis gelaufen, ja. Ach, da oben muss ich hin. Ach, du bist das. A Stellar Protector.
Ah, yes. I wove a binding of lethargy upon it so long ago, I've forgotten the unweaving incantation. Der klingt so, als würde er das andauernd immer erzählen. Ein Stellarprotektor? Ach genau, ich habe eine Bindung der Lethargie um ihn gewoben. Das ist schon so lange her, aber dass ich den Zauberspruch zum Entwehen vergessen habe. I tell you what. The war with Celestia ended ages ago for me and I have little interest in further conflict. Hör mal, für mich endete der Krieg schon vor Jahrzehnten und ich habe wenig Interesse an einem weiteren Konflikt. I gave the incantation to my three former henchmen. Thrail Bonestriker, Vorgan Soulbreaker and Sarvis Bloodsword. Ich habe meinen drei ehemaligen Söldnern die Beschwörungsformel gegeben. Thrail Knochenhauer, Vorgan Seelenschinder und Severus Blutklinge. However, they're not as pragmatic about the war as I am. They won't give up their pieces of the incantation without a fight. Wenn es um Krieg geht, sind sie jedoch nicht so pragmatisch wie ich. Sie werden ihre Teile der Formel nicht kampflos preisgeben. Ja, das war mir klar. Das war mir doch klar, dass ich wieder gegen die kämpfen muss. Aber ohne Leben? Das ist echt schon ein bisschen... bisschen übeldübel. Hier ist nicht ein bisschen... Ach du Scheiße, das ist... Schattennetzrekrut. Aha. Du bist... Ich muss doch jetzt aber nicht gegen vier Gegner kämpfen, oder? Ich habe hier mal eine Flasche genommen. Was? Gegen vier? Ihr habt ja wohl einen Knall. Und die sind auch Eis, ne? Ja, komm, ich mach mal hier diese positiven Dinger hier mal weg. Die stören mich irgendwie. Gut. Da hilft nur Rundenzauber, ne? Oder ein Zauber, der auf alle Gegner geht, wie mein Papi. Ja, natürlich. Macht euch jetzt alle Turmschilder. Okay, den habe ich noch gut verkraften können. Ja. Genau. Ich weiß nicht. Ein, zwei... auf. Dann mache ich mal da jetzt nochmal eine Falle bei den etwas höheren gelevelten. Ach, was auch immer. Haha, verpatzt. Oh Gott, ich soll mich mal lieber nicht so früh freuen. Ich verpatze auch genug. Okay. Mal 6 sind 48, 480. Na komm, ich probier's. Ich probier's. 8 mal 6 sind doch nicht 48, oder? Doch, 48, na klar, was erzähl ich denn da? Oh, da waren einige mit Turmschilder. Ja, guck mal. Der eine oder andere ist schon hinüber. Das heißt, ich muss jetzt noch gegen zwei Gegnern kämpfen. Drei hat er ja aufgezählt gehabt, ne? Guck mal, vielleicht schaffe ich ja den hier mit kritisch oder so. Ja, den habe ich hingekriegt. Super. Oh Mann, die fahren auch immer echt krasse Geschütze auf hier.
Oha. Die haben ja eigentlich nicht mehr viel Leben, ne? Eigentlich. Eigentlich ist da nicht mehr viel. Ja, ja, komm. Ich mach einen schon mal weg. Hoffentlich. Sehr gut. Wieder mal, ne? So, dann werde ich die noch mal schwächen. Bang. Okay, diesmal hatte ich kein kritisch. Oha. Ja, es wird aber langsam so ein bisschen mühselig. Ups. Okay, okay, okay. Dann mache ich jetzt nochmal das da und ich hoffe, der hat nur einen Flip, da kann nicht so viel passieren. Ich spreche da aus Erfahrung. Au, jetzt hat er sich ein Turmschild wieder gemacht. Na gut. No problemo. Noch einmal hier, ne? Eine Klinge. Machen wir nochmal richtig auf die Kacke. So. Und jetzt komm. Bitte verpatzt nicht. Weil der hat jetzt auch ein Turmschild minus 50. Okay, das hat geklappt. Ja, Mann. Sauber. Tada. When Thrail Bone Striker is defeated, he surrenders part of the incantation. Als Trey Knochenhauer seine Niederlage ins Auge blickt, gibt er seinen Teil der Beschwörungsformel preis. Besser ist. Gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich glaube, einen Kampf kriegen wir noch hin. Aber das ist echt ein bisschen übel, dass ich jetzt hier keine, kein Leben habe, ne? Zum Aufladen. Hä? So, jetzt hat's geklappt. Okay, ja, da muss ich mir jetzt nochmal eine Flasche nehmen. Hilft ja alles nichts. Komm, den Kampf schaffen wir noch. In der nächsten Folge machen wir ihn auf jeden Fall weiter. Das, Achtung, naja. Okay, das sind... Oh, der Sturm! Aha. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, komm, mach dir deinen Aura-Ring. Seht ihr, und jetzt habe ich Sturm dabei und also hier und jetzt habe ich schon wieder kein Prisma, ne? Das ist so typisch und die machen sich jetzt alle diese Turmschilde. Ich fasse es nicht. Aber gut, der hat nur 1000, also eigentlich müsste ich den vielleicht mit einem guten Sturmzauber auch hinkriegen. Mal gucken. Aha. Genau, an den richtigen anwenden. Besser? Sehr gut. Okay. Und wenn ich jetzt noch meinen Papi kriege, dann bin ich ganz, ganz happy. Der dann auch bitte funktioniert. Leute. Hm.
Das ist auch wirklich fies, ne? 4 Gegner gegen mich alleine. Das Spiel meint es echt nicht nett zu mir. Oder nett mit uns hier. Und Haustier, könntest du mal bitte mich heilen? Ansonsten muss ich dich wirklich mal langsam wieder austauschen. Problem. Komm, ich mach erstmal meinen Sturm weg. Ich hoffe, ich habe jetzt auch den... Ja, kritisch. Sehr gut. Ja, habe ich. Ich dachte, ich hätte jetzt nicht den richtigen anvisiert. Wow. Okay, wenigstens schon mal ein weniger. Gut, Was mache ich denn am besten? Okay, Ich hole mir jetzt meinen Gehilfen, komm. Der kann mal ein bisschen mitmachen hier. Die haben immer diese Zauber, der nervt. Der nervt mich so ab. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Hat denn irgendjemand schon Leben verloren? Nee. Ach du Scheiße. Oh Mann. Oh mein Gott. Also wenn ich die Runde jetzt überleben sollte, muss ich mich auf jeden Fall aufladen. Oh, die bereiten sich vor. Die bereiten sich sowas von vor. Oh, kritisch. Sehr gut. So, dann fühle ich mich ein wenig wohler, würde ich sagen. Vielen Dank. Okay, jetzt wird mein Gehilfe angegriffen und der ist, glaube ich, jetzt tot, ne? Oh Mann. Er lebt noch. Ach, Gott sei Dank. Okay, der hat verpatzt. Gut, gut, gut. Ich habe überlegt, ob ich da einen positiven hier aufhebe, aber nein. Lieber mache ich meinen Aura-Ring. Okay, super. Nochmal den Wirbelwind-Dingens. Ach, ich weiß nicht, wie der heißt, der Kreis. Vergiss ich. Ah, ja, natürlich. Die mit ihren Scheiß-Turmschilden. No, ich kann diese Zauber nicht mehr sehen. Schlimm. Warte. Ah, verpatzt. Natürlich, mach dir noch einen zweiten. Oh Gott.
Okay, mein Papi sehe ich schon, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich versuch's. Ich versuch, den einen da wegzuhauen. Weghauen sollen. Der hat am meisten Leben. Pips, meine ich. Oh Gott. Das schaffe ich nicht. Okay, diesmal habe ich verkackt, würde ich sagen. Oh nein. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, wenn ich die Folge... Und dann gehen wir in der nächsten nochmal rein. Ich werde nochmal mir die Flaschen aufladen auf jeden Fall. Und in der nächsten Folge legen wir dann einfach nochmal los. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.